2008 gelang ihm hier mit Sterntaler UNICEF sein internationaler Durchbruch. Auf Anhieb etablierte er sich in der Weltspitze mit den Plätzen 2 und 3. Mit dem deutschen Team und mit UNICEF Sterntaler gewann er dann auch die Bronzemedaille mit dem Team bei der WM in Lexington. Vizemannschafts-Europameister wurde er dann bereits mit seinem neuen Pferd, mit dem er auch gestern hier mit einer beeindruckenden Vorstellung die Qualifikation zur Grand Prix Kür, den Preis der Firma Ulrich Equine International, gewann. Viel Spaß wünschen wir Ihnen, liebe Gäste, mit Alexander Matthias Rath und Tutti Lars.
Matthias Alexander Rath, meine Damen und Herren. Und das zweifelsohne.